Ja, liebe Trainerkollegen, ich bin mal wieder in Bad Aibling. Ich habe mal endlich wieder das Vergnügen gehabt, mit Francesco zu trainieren. Francesco, sag mal hallo. Hallo. Das war die Kurzversion. Was ist, ich sag mal, für diejenigen, die dich nicht kennen, sag noch mal kurz deine Position, die du spielst, an Ja, welchem? ich spiele sehr gerne auf der 10, kann auch auf der 8 spielen, aber auf der 10 fühle ich mich viel wohler. Wenn ich dich fragen würde, und das tue ich jetzt hiermit, was ist deine größte Fähigkeit, dein bester Skill, was würdest du sagen? Das Dribbeln auf jeden Fall. Alles drin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer richtig begeistert von seiner Art von Dribbling. Habe ihn aber auch, ich habe ja jetzt sehr viele Warm-up-Übungen mit dem Ball neu konzipiert. So in den letzten 2 Jahren habe ich da sehr viel gemacht und habe mir eine rausgesucht, wo ich dachte, da wird der Francesco wahrscheinlich gar nicht so viel Freude haben. Das ist der Revelino 2.0. Vielleicht, ich quatsche immer viel zu viel, sag du mal kurz, hattest du Probleme und wenn ja, wo bestanden sie? Ja, also ich habe es mir auf jeden Fall leichter vorgestellt. Ich fand die Bewegungen ein bisschen ungewohnt, weil ich auch sehr gerne Tricks und Dribble zu Hause aber ich mache sehr verschiedene Bewegungen und ja, jetzt kamen komplett neue Bewegungen vor, die ich bisschen ungewohnt fand. Ja, ehrlich gesagt, ich kenne Francesco seine Art zu dribbeln, weil ich meine es zumindest, und habe natürlich jetzt bestimmte Dinge rausgesucht, wo ich dachte, das könnte ihm wehtun. Wehtun heißt immer in seiner Art der motorischen Intelligenz, dass er sich da sehr schnell anpassen muss, dass er den Rhythmus aufnehmen muss, etc. pp. Und das hat er, weil er natürlich auch sehr gerne immer 100% gibt, immer sehr gerne perfekt sein möchte. Das ist ihm wirklich sehr, sehr gut gelungen. Aber wie gesagt, auch er merkt dann sofort, hey, da muss ich mich anpassen, da muss ich von meiner Bewegung ein Stück weit wieder raus aus der Komfortzone. Und dafür ist dieses Warm-up-Programm unter anderem natürlich auch geeignet. Also, Francesco, was sagen wir aus Bad Aibling? Schöne Grüße. Und ich sage ciao.